Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar, das geht mit Sicherheit in die Knochen und dazu habe ich mir eingeladen, Professor Deichend. Sie sind Spezialist für Osteopathie und Osteoporose. Ist das richtig so? Das ist so ganz richtig. Was ist denn da der Unterschied? Nun gut, man muss wissen, dass der Begriff Osteopathie ein Überbegriff ist für bei uns verstanden für alle Knochenerkrankungen, weil Pathos die Erkrankung und Osteo der Knochen. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man heutzutage unter der Osteopathie eigentlich ein komplementärmedizinisches Heilverfahren, welches seine Wurzeln im 19. Jahrhundert hat und im Grunde der Manualmedizin zuzurechnen ist. Die Osteoporose wiederum, jetzt sind wir wieder ganz zurück in der klassischen Schulmedizin, ist eine systemische Skeletterkrankung, die einhergeht mit einer Störung der knöchernen Mikroarchitektur und einer Entmineralisierung des Knochens, was dann letztlich in einer Stabilitätsstörung bis hin zu einer vermehrten Bruchneigung des Knochens mündet. Sie haben eine Praxisklinik an der Isar. Sie sind praktischer Arzt. Wie sind Sie Arzt geworden? Naja, über den ganz klassischen Weg eines Medizinstudiums und einer entsprechenden Weiterbildung, die dann zum Allgemeinmediziner geführt hat. Ich bin Allgemeinmediziner mit einer ganzen Reihe Schwerpunkte, die ich dann drauf gesattelt habe. Und da gehören mehrere komplementärmedizinische dazu, aber auch klassischerweise jetzt die Osteologie, die Osteoporose, Diagnostik und Therapie. Und die wiederum habe ich erstmalig durch Übernahme eines sehr renommierten Osteoporosezentrums in München. Was mein Kollege Dr. Helmut Rathspieler gegründet und aufgebaut hat. Es war 1994 das erste Osteoporosezentrum in Deutschland, welches sich explizit nur dieser Knochenerkrankung gewidmet hat. Sie sind auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirotherapie und Osteopathie. Das ist ja schon ein Wahnsinnsgebiet, ja? Und es ist ja im Grunde eine Krankheit, die auch im Alter, im fortgeschrittenen Alter oftmals auftritt. Richtig, also weil Sie jetzt meinen Vorsitz in der Deutschen Gesellschaft für Chirotherapie und Osteopathie ansprechen, der ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass ich als Manualmediziner und ärztlicher Osteopath auch eine Professur auf diesem Gebiet, die erste in Deutschland, erhalten habe und die natürlich auch lebe. Die Osteoporose wiederum hat jetzt im klassischen Sinne nichts damit zu tun, dass ich Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Chiro und Osteo bin, sondern ist ein Krankheitsbild, welches natürlich von vielen hochqualifizierten Osteologen in Deutschland diagnostiziert und behandelt wird. Das ist ja auch sicherlich etwas, wo man einen Check-up machen sollte, also für diese Erkrankung, wo man einfach mal sagt, wie sind denn meine Knochen beieinander, oder? Das ist ganz richtig. Also wir verstehen die Osteoporose heute fachlicherseits als eine systemische, internistische Erkrankung, die durch verschiedenste Faktoren begünstigt wird und auch entsteht. Einer der Faktoren ist selbstverständlich auch das Alter, natürlich, das ist ein Risikofaktor. Und die Fachgesellschaften, auch die Leitlinien der Fachgesellschaften empfehlen im Wesentlichen eine Vorsorgeuntersuchung auf Osteoporose bei Frauen ab dem 55. und bei Männern ab dem 65. Kann man sagen, dass bei den Damen diese Erkrankung häufiger auftritt? Absolut, natürlich. Osteoporose ist typischerweise häufiger bei Frauen vorkommend. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, die wir gerne natürlich besprechen können. Aber sie ist keine reine Frauenerkrankung. Es ist durchaus auch möglich, dass Männer Osteoporose bekommen. Jetzt gibt es ja auch oft Bilder, wo man Menschen sieht, die einen ganz gekrümmten Rücken haben. Das hat sicherlich auch mit Osteoporose zu tun? Ja. Das ist einer der Gründe überhaupt für diese gekrümmten Rücken. Wenn nämlich die Wirbelkörperstabilität der Wirbelsäule nachhaltig nachlässt, beginnen diese Wirbelkörper, die man sich vorstellen muss, wie ein Gebäude, zusammen zu sintern, so nennt man das. Zu sintern, ja. Also die brechen, nicht zu sinken. Nicht zu sinken, aber das Sinken ist dann die Folge der Sinterung. Ja. Die Sinterung ist im Endeffekt ein in sich Zusammenstürzen, welches letztlich bedingt ist durch diese mangelhafte Mikroarchitektur. Eine Ausdünnung des Knochens führt dann dazu,
dass die Wirbelkörper zusammen sind dann und dann entstehen schmerzbedingt Schonhaltungen. Die Leute werden typischerweise auch einfach ein paar Zentimeter kleiner, wenn sie osteoporotische Sinterungsfrakturen haben. Wobei man ja sowieso im Alter ein bisschen kleiner wird. Ist ja, das ist richtig und es ist bis heute nicht klar, ob dieses Grundsätzliche im Alter kleiner werden nicht auch grundsätzlich Osteoporose bedingt ist. Die WHO hat schon vor einigen Jahren die Osteoporose zu den 10 größten Volkskrankheiten erklärt. Das zeigt letztlich, wir haben in Deutschland 8 Millionen diagnostizierte Osteoporosefälle. Das ist eine echte, 10%? Ja, ist eine echte Volkskrankheit. Aber Herr Professor, jetzt ist es ja auch eine Krankheit, die schleichend ist. Also man hat ja erstmal nicht Schmerzen, so wie bei anderen Krankheiten, wo man sagt, jetzt gehe ich mal zum Arzt oder so. Wie entwickelt sich denn sowas? Erzählen Sie doch mal da was drüber. Es ist ganz richtig. Also die Osteoporose entsteht nicht über Nacht. Die entsteht über Vorstufen und diese Vorstufen werden häufig nicht erkannt, weil sie keine Probleme bereiten. Die typische Vorstufe der Osteoporose nennen wir Osteopenie. Das ist quasi die Ausdünnung des Knochens im Bereich der Mineraldichte, aber auch der Mikroarchitektur, die wir noch nicht als Porose bezeichnen. Das gibt es im Übrigen auch bei der Muskulatur. Ein großes neues Forschungsgebiet ist die sogenannte Sarkopenie, also das Abnehmen der Muskulatur aufgrund Bewegungsmangels, das dann dazu führt, dass beispielsweise Muskeln nicht nur kleiner werden, sondern auch verfetten, was ein irreversibler Prozess ist. Die Muskulatur ist dann nicht mehr suffizient. So ähnlich ist das auch beim Knochen. Der Knochen wird erstmal osteopenisch, das heißt, er hat eine weniger gute Stabilität, er ist ausgedünnter, bis hin dann zu einem ganz erheblichen Ausdünnen der Mikroarchitektur des Knochens und seines Mineralstoffgehalts, die wir dann Osteoporose nennen. Beschreiben Sie doch mal so einen typischen Vorsorgeuntersuchungsgang. Wie muss man das vorstellen? Also sicherlich ein Blutbild erstmal, oder? Das kann man machen. Mhm. Es gibt gute und vernünftige Ansätze, über Parameter im Blut festzustellen, wie sehr das sogenannte Knochenremodeling, ein schöner neudeutscher Begriff, funktioniert. Das Knochenremodeling ist letztlich ein Überbegriff, der uns die Varianz und die Stabilität der Knochenneubildung im Vergleich zum Knochenabbau darlegt. Wir bilden im Grunde genommen unseren Knochen immer neu, auch bis ins hohe Alter, zu einem gewissen Prozentsatz, 10-15%. Das hat den Sinn, dass wir unseren Knochen nicht komplett altern lassen und auch den Sinn, dass wir uns natürlich auch am Knochen, wie bei der Muskulatur auch, den Gegebenheiten unseres Lebens anpassen. Bewegungsgegebenheiten, die erforderlich machen, dass die Knochenstabilität besser ist, die müssen sich ja in irgendeiner Weise auch im Knochen abbilden. Und dieses Knochenremodeling lässt sich über verschiedene Blutwerte tatsächlich beleuchten. Wir haben Knochenabbauwerte und wir haben Knochenaufbauwerte. Die kann man im Blutbild untersuchen. Häufig sind dann diese Blutbilduntersuchungen ein erster Hinweis darauf, dass hier eine Instabilität besteht. Und dann geht es natürlich weiter mit der entscheidenden Knochenuntersuchung, die typischerweise als sogenannte Knochendichtemessung gemacht wird, bei uns im Osteoporosezentrum München jedoch sehr viel weiter gegangen wird. Wir machen eine dreidimensionale, hochauflösende Computertomographie. Und was sehen Sie dann? Das ist eine spannende Frage. Wir sehen mit der hochauflösenden Computertomographie weit mehr als mit der herkömmlichen sogenannten DXA-Messung, weil wir dem Umstand der Veränderung der Mikroarchitektur durch diese Untersuchung Rechnung tragen. Da muss ich jetzt leider ein bisschen physikalisch werden, aber es ist gar nicht so schwierig. Dichte ist ein physikalischer Begriff, der letztlich definiert ist als Masse pro Volumen. Und um ein Volumen zu bestimmen, benötige ich einen Untersuchungsverfahren, welches mir eine dreidimensionale Sicht auf mein Untersuchungsgut gibt. Und das ist typischerweise mit der Computertomographie der Fall, weil bei der Computertomographie letztlich die Röntgenröhre um das Untersuchungsgut kreist. Das ist das Spezifikum der Computertomographie. Und dadurch erhalte ich dann einen dreidimensionalen Blick und kann dann eine echte Dichtebestimmung vornehmen. Bei der herkömmlichen DXA-Messung, die
immer noch als Goldstandard gehandelt wird, auch in den Leitlinien der Fachgesellschaften, ist es jedoch so, dass sie eine reine Absorption misst einer eingehenden Röntgenstrahlung und einer ausgehenden Röntgenstrahlung und eine sogenannte Flächendichtebestimmung macht. Das heißt, ich messe bei der DXA-Methode letztlich den Mineralstoffgehalt nicht in Kubikzentimetern, sondern in Quadratzentimetern. Mhm. Und Quadratzentimeter ist eine Fläche, die hat letztlich keine Ausdehnung in drei Ebenen, sondern nur in zwei. Mhm. Und damit habe ich eine Flächendichte. Und da gibt es Störanfälligkeiten. Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben ja das ganze Skelett des Körpers. Jetzt messen Sie ja vermutlich wahrscheinlich am Handgelenk oder am Oberschenkel. Wo messen Sie denn und wie können Sie dann sagen, wie schauen die anderen Bereiche der Knochen aus? Eine ganz wichtige Frage, auch im Grunde genommen ein Kritikpunkt an der dreidimensionalen peripheren CT, die wir machen, ist der, dass wir nicht die Wirbelsäule untersuchen, sondern periphere Knochen, das heißt Knochen der Extremitäten. Mhm. Sie haben richtig gesagt, es ist die Hand, jedoch nicht das Gelenk, sondern der Unterarmknochen, der sogenannte Radius oder auf Deutsch auch die Speiche genannt. Und am Unterschenkel messen wir das Schienbein, die sogenannte Tibia. Mhm. Und da haben wir Messorte, die sind 1,8 cm groß, also im Grunde nicht sehr groß, aber die untersuchen wir hochauflösend. Wir gehen also bis auf 80 Mikrometer runter. Das sind 0,08 mm. Eine so hohe Auflösung kennt man von keinem anderen Computertomographen, außer von diesem hochauflösenden Extrem-CT. Das ist letztlich das, was wir machen. Jetzt kommt der Kritikpunkt. Und was hat das eigentlich mit der Wirbelsäule zu tun? Denn die Wirbelsäule ist ja jene Struktur, die ja vor allem auch im Zusammenhang mit Osteoporose interessiert. Und die Oberschenkel, Halsknochen, die sogenannte Femur-Halsfraktur, ist ja bei älteren Menschen auch ein Thema. Wir wissen durch sehr große und wissenschaftlich gut belastbare Studien, dass die Strukturen, die wir an den peripheren Knochen messen, insbesondere die Knochenrinde und die sogenannten trabekulären Strukturen, also den Geflechtknochen, eine hohe Übertragbarkeit haben in ihrer Aussagekraft auf die Wirbelsäule. Diese Studien haben gezeigt, dass die peripheren Knochen sich in der gleichen Weise entwickeln wie die Wirbelsäulenknochen. Und so können wir daraus Rückschlüsse ziehen. Aber Sie könnten auch theoretisch natürlich auch die Wirbelsäule sich mal genauer anschauen. Aus technischen Gründen wäre das in diesem Fall nicht möglich. Aha. Und das hat auch seinen Grund. Dadurch, dass wir diese hohe Auflösung mit dem CT erreichen, hätten wir, wenn wir eine Wirbelsäulenuntersuchung mit dieser hohen Auflösung machen wollen würden, eine extrem hohe Streustrahlung in die Bauchorgane. Deswegen ist das gar nicht vorgesehen. Also die Wirbelsäulenuntersuchung kann man mit einer CT machen. Das wird auch gemacht. Das waren ja die Orthopäden zum Beispiel. Ja, zum Beispiel diagnostische CT-Untersuchungen mit unterschiedlichsten Indikationen werden selbstverständlich von der Wirbelsäule gemacht, aber nie in einer so hohen Auflösung. Mhm. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Mhm. Jetzt komme ich nochmal zurück. Also wie ist es denn? Wie entwickelt sich denn dieses Krankheitsbild? Also was sind denn da die Ursachen, genauer gesagt? Es gibt unterschiedlichste Ursachen. Wir müssen unterscheiden zwischen primären Osteoporoseformen und sekundär bedingten. Sekundär bedeutet, die Osteoporose ist im Grunde genommen die Folge einer anderen Erkrankung. Welche? Da gibt es beispielsweise Verdauungsstörungen, nennen wir einmal die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, aber auch die Glutenenteropathien, also alle Erkrankungen, die einhergehen mit einer Verdauungsstörung dieses berühmten Stoffwechsel-Eiweißes Gluten, das ja in Weizen, Roggen etc. vorkommt. Das alles führt dann zu einer sogenannten Malabsorption, also einer gestörten Rückgewinnung von Nährstoffen aus dem Dünndarm. Mhm. Und damit einhergehend geht ja dann auch eine Stoffwechselveränderung, die dann letztlich sich auch am Knochen auswirken kann. Dann gibt es die ganz große Gruppe der Nierenfunktionsstörungen, der Nierenerkrankungen. Man weiß auch, dass Diabetes eine sekundäre Osteoporose macht. Mhm. Insofern ist jetzt ganz... Was heißt sekundäre? Sekundär
heißt, sie ist letztlich die Folge einer anderen Erkrankung. Also sie schleicht sich dann eben in eine richtige Erkrankung rein. Ja, sie bekommt dann natürlich einen eigenen Krankheitswert. Ja. Ja. Krankheiten ziehen ja gelegentlich andere Krankheiten nach sich. Ja. Und das nennen wir sekundär. Wir wissen heute, dass Diabetiker beispielsweise ein stark erhöhtes Risiko haben, Osteoporosen zu entwickeln. Das ist durch wissenschaftliche Daten heute so gut unterlegt, dass sogar in den Leitlinien für die Osteoporose-Diagnostik und Therapie der Diabetes als einer der großen Risikofaktoren mit aufgenommen worden ist. Deswegen empfiehlt man heute auch Diabetikern, eine Osteoporose-Früherkennungsuntersuchung zu machen. Wie ist es mit Rauchern? Tatsächlich ein Thema, ja. Rauchen ist ein Risikofaktor für die Entstehung von Osteoporose. Mhm. Man weiß nicht genau warum, mit dem Nikotin hat es wohl eher weniger zu tun. Es wird sich vermutlich auch nie ganz klären lassen, denn ohne jetzt da zu übertreiben, aber ich glaube, das Rauchen hat etwa über 100 giftige Inhaltsstoffe, die man dann in den Körper bekommt. Und der genaue Zusammenhang, welche dieser Gifte letztlich dann am Knochen nachteilig wirken, ist nicht abschließend geklärt, aber es ist klar. Und wie sieht es mit Alkohol aus? Alkohol in gewissen Mengen ja, jedoch ist die derzeitige Datenlage so, dass es etwa über 100 Gramm Alkohol sein müssten, damit es sich wirklich nachteilig auf die Knochen auswirkt. Jetzt, ich komme gerade aus USA zurück und ich war einfach geschockt, wie viel übergewichtige Menschen ich da sah. Also wirklich, wenn ich da vielleicht in dem Hotel, ich weiß nicht, zwei oder drei gesehen habe, wo ich sagen kann, okay, das passt. Wie ist es mit Übergewicht? Übergewicht ist ein indirektes Risiko. Wenn Sie daran denken, dass Übergewicht ja, wenn es lange besteht und die Leute älter werden, letztlich fast immer auch zu einer prädiabetogenen Stoffwechsellage, also einer Art Vorstufe von Diabetes bis hin zum Typ 2, dem Altersdiabetes, führt. Das ist dann schon einmal ein klarer Weg in Richtung einer osteoporotischen Entwicklung. Dann kommt natürlich ganz klar dazu, übergewichtig ist derjenige, der eine negative Energiebilanz hat, eine positive, das heißt, er führt mehr zu, als er verbraucht, und dann speichert er ein. Das ist ja nur bedingt durch ein zu viel an Essen und Ernährung, Ernährungsfehler und ein zu wenig an Bewegung. Zu wenig Bewegung führt automatisch zu Muskelatrophie, also einem Rückgang der Muskulatur und einem Rückgang des Knochens. Ja, Adipositas ist durchaus ein Risiko für Osteoporose. Jetzt höre ich daraus, dass eben, sagen wir mal, Muskelschwund und Knochenschwund, das gehört schon irgendwie so ein bisschen zusammen. Ja, also das kann man sagen. So, jetzt kann man natürlich, wir werden ja alle älter, dank auch der Medizin, dank der Hightech-Medizin, man kann da wirklich vieles tun. Aber kann man sagen, wenn man in ein gewisses Altersfenster rein sich bewegt, dass einfach Osteoporose einfach ein Thema wird? Ja, das kann man grundsätzlich sagen. Also im Grunde, also das Gleiche, wie man sagt, irgendwann mit den Augen, irgendwann kriegt jeder immer einen grauen Star. Ja. Und das kann man Gott sei Dank heute operieren. Aber da ist man dabei, weil man eben, ich sage mal, viele Menschen werden über 80, manche werden 90. Wir haben kürzlich, ich habe gestern mit einer Dame gesprochen, mit einer Tochter einer 105-jährigen Mutter. Mhm. Also es ist ja unglaublich. Ja? Aber ja, man kann schon sagen, dass das Alter dann einfach die Osteoporose mit sich zieht. Natürlich. Man muss aber auch unterscheiden, wo lebt jemand. Ich denke, Bewegung ist einer der ganz großen Faktoren, der uns vor Osteoporose schützt. Also Bewegungsmangel. Ja, also Bewegung schützt vor Osteoporose und der Mangel führt zu Osteoporose. Ja, genau. Letzten Endes leben wir ja auch, wenn wir in städtischen Ballungsräumen leben, nicht mehr ganz so bewegungsaktiv. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass in den 50er Jahren der durchschnittliche Münchner noch etwa 5 Kilometer zu Fuß ging pro Tag und heute soll es deutlich unter 1 Kilometer sein. Da sieht man schon mal, der Bewegungsmangel ist auch evident in unserer heutigen Lebensweise. Und natürlich führt das dann auch dazu, dass das Alter einen größeren Stellenwert in negativer Hinsicht bekommt, als beispielsweise bei einer bewegungsaktiveren Landbevölkerung, die viel draußen ist, die sich bewegt, die auch körperlich noch arbeitet. Herr Professor, Sie sind ja auch ein großartiger Arzt im Bereich von Ernährungsthemen. Inwieweit spielt die Ernährung eine Rolle bei diesem Krankheitsbild?
Wohl eine ganz erhebliche, also abgesehen von den grundsätzlichen Erkrankungen der Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die zu Verdauungsstörungen führen können. Und dann allen voran Gluten natürlich. Zum Beispiel die Glutenenteropathien sind ein großes Thema, der Diabetes, wie gesagt. Aber das Vitamin D ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Sonnenvitamin, oder? Das sogenannte Sonnenvitamin, welches im Grunde genommen ja eigentlich kein Vitamin ist, sondern ein Prohormon, also eine Hormonvorstufe, die wir in der Haut bilden und dann in der Leber umwandeln in einen aktiven Metaboliten, also eine stoffwechselaktive Form, die wir benötigen, um letzten Endes dann den Knochen gesund zu halten. Mhm. Und das geht über zwei ganz wesentliche Mechanismen. Zum einen fördert Vitamin D die Bildung der Knochenstammzellen, der positiven knochenaufbauenden Zellen, und zum anderen aber auch die Einlagerung von Kalzium in den Knochen, also die wichtige weiche Komponente des Knochens, die Bildung der kollagenen Strukturen, wird vom Vitamin D genauso gefördert wie die Erhärtung des Knochens durch Kalziumeinlagerung. Und da haben Sie natürlich recht, Vitamin D wird in der Haut gebildet, aber wir essen es auch. Wir nehmen es auch über die Nahrung zu uns. Jetzt kann man ja sagen, die Osteoporose, das ist eine Knochenerkrankung. Es gibt ja viele Knochenerkrankungen. Richtig. Ist das auch irgendwie so eine Parallele, dass man sagt, wenn man diese Osteoporose hat, dass vielleicht auch andere Knochenerkrankungen nach sich ziehen können? Also wenn die Osteoporose als solche gesichert diagnostiziert ist, dann zieht sie im Regelfall eher Folgeerkrankungen der Osteoporose nach sich, aber keine anderen Knochenerkrankungen. Eine Folgeerkrankung der Osteoporose wäre natürlich der Knochenbruch. Ist ja dann eine eigene... Die gläsernen Knochen. Die gläsernen Knochen, ja. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Knochenerkrankungen, die auch fachlich durchaus eng abzugrenzen sind von der Osteoporose und die dann eine ganz andere Entstehungsweise haben. Herr Professor, ich meine, es gibt viele Patienten, die schwören nun auf Sie. Ja. Was ist denn, wenn Sie jetzt wirklich als eine gesicherte Diagnose haben und sagen, also... Herr so und so oder Frau so und so, also das ist die Diagnose, Sie haben Osteoporose. Das sind ja, sagen wir mal, auch zum Teil dann Fälle, die ja dann in ein schlimmeres Krankheitsbild reingehen. Also wenn man nicht mehr so stabil gehen kann, wenn man eben Angst hat oder eben Oberschenkelhalsbruch etc. Mhm. Was sind denn da dann für Gespräche anfällig? Also es gibt ja, Sie sind ja wirklich ein weiser Arzt, ja, aber ja. Sie können ja vieles empfehlen. Also ja. Erzählen Sie doch da mal ein bisschen was drüber. Also ich möchte, um diese Frage wirklich fundiert zu beantworten, gerne noch einmal auf unsere Untersuchungsmethode eingehen. Gerne. Wir untersuchen mit diesem hochauflösenden CT den Knochen sehr dezidiert. Mhm. Das heißt, wir sehen uns nicht den Knochen als Ganzes nur an, sondern auch die einzelnen Knochenbestandteile. Wir sehen die Knochenrinde, wir untersuchen die Knochenrinde insbesondere und wir sehen das Innere des Knochens, den sogenannten Geflechtknochen, und untersuchen den auch in mehreren Schichten. Und daraus können wir dann ableiten, welche mögliche Ursachen verantwortlich sind für diesen individuellen Osteoporosefall, den wir heute bei Frau Müller oder Herrn Müller zu beraten haben. Mhm. Beispielsweise kann ein Vitamin-D-Mangel, der ausschließliche Ursache für die osteoporotische Entwicklung ist. Calcium ebenso, oder? Kalzium auch, ja, aber bleiben wir mal beim Vitamin D. Da wissen wir explizit, dass es sogenannte Rindenporositäten macht. Der Fachbegriff ist Corticalis-Porositäten. Wenn wir solche Corticalis-Porositäten sehen... Immer wieder für unsere Zuschauer, ja. Was ist es genau? Also einfach die Schwäche der Rinde. Genau, wie bei einem Baum, quasi das Äußere. Ja. Wenn es einfach porös beginnt, ist, wie ein Schwamm. Dann, irgendwann fällt der Baum auch mal um. Dann, ja? Unter Umständen, das wäre die Maximalvariante. Ja. Und wenn wir solche Porositäten sehen, dann beraten wir natürlich im Hinblick auf den Vitamin-D-Haushalt, auf den Kalzium-Haushalt. Kann man zuführen, oral? Natürlich. Ja. Und raten unter Umständen nicht zwingend zu einer Medikation, sondern vielleicht eher zu einem vermehrten Bewegungsaufwand. Mhm. Ja, Stichwort Sport und Bewegung. Wenn wir aber jetzt beispielsweise aufgrund unserer Untersuchungsmethode sehen, dass die Corticalis nicht das Problem ist, sondern lediglich das Innere des Knochens, dann wissen wir, die Ursachen sind eher woanders zu suchen, beispielsweise
in einem Hormonmangel bei Frauen. Mhm. Es gibt aber auch bei Frauen Erkrankungen, Stichwort Brustkrebs, die östrogensensitiv sind, ja, also das weibliche Sexualhormon, wo dann in der Folge von den Onkologen und den Gynäkologen, die diesen Brustkrebs behandeln, sogenannte östrogenblockende Medikamente verschrieben werden, damit die Frauen keine Rezidive mehr bekommen, also wiederkehrende Tumore der Brust oder mhm, als Metastasen. Und das führt dann aber zu einem Kollateralschaden in den Knochen. Mhm. Und das sehen wir dann. Wir sehen den Knochen in seiner Form dann im Inneren ausgedünnt und können dann dieses Verdachtsmoment, dass es sich um eine östrogenmangelbedingte Osteoporose handelt, verfolgen und weiter untersuchen durch Blutuntersuchungen, Rücksprache nehmen mit den behandelnden Kollegen und gegebenenfalls eine ganz andere Therapie dann vorschlagen, als wir sie bei demjenigen vorschlagen würden, der lediglich ein Rindenproblem hat. Jetzt die Osteoporose, ist das auch eine Krankheit, die bei jungen Menschen auftreten kann? Ja, tatsächlich. Und da ist die große Gruppe der jungen Frauen, die Essstörungen haben, eine wichtige Gruppe, also insbesondere die Frauen, die die Magersucht haben, die Anorexia nervosa, die sich bis auf teilweise ganz erheblich reduzierte Körpergewichte runterhungern durch diese Essstörung, die bekommen in jungen Jahren schon ganz erhebliche osteoporotische Knochen, die ja dem Umstand geschuldet sind, dass die Frauen gar keinen Stoffwechsel haben, der dem Knochen zugute kommt. Dazu kommt ja auch, dass die Essstörungen häufig auch zu einer hormonellen Störung führen. Also junge Frauen kommen teilweise schon mit Ende 20 in eine Art menopausalen Zustand. Die Regelblutung bleibt aus, der gesamte Hormonhaushalt ist durcheinander und das schlägt sich im Knochen auch wieder nieder. Jetzt gibt es natürlich Patientinnen und Patienten, die wissen nicht, dass sie diese Erkrankung haben, aber irgendwann spüren sie es. Also das heißt, sie stürzen oder die Balance ist nicht mehr so gut und brechen sich einfach den Fuß oder die Hand oder noch schlimmer, irgendwie ein Wirbel bricht. Solche Patienten kommen ja dann auch zu Ihnen. Ja. Ja, also da machen Sie aber auch den richtigen Check-up natürlich für Osteoporose, ja? Natürlich, jedoch machen wir bei jedem Patienten, aber auch natürlich bei dieser Gruppe, die Sie gerade beschrieben haben, eine umfangreiche Anamnese. Mhm. Denn ein Trauma, letztlich also ein Sturz beispielsweise beim Skifahren, ist eher nicht Osteoporose verdächtig, weil das Trauma geeignet ist, diesen Bruch zu erzeugen. Ja. Wenn wir dagegen ein Bagatelltrauma haben, sprich man steigt vom Bordstein auf die Straße, knickt ein bisschen um und schwuppdiwupp ist ein Knochen gebrochen, dann ist das kein geeignetes Trauma, das ist hochgradig Osteoporose verdächtig. Und diese anamnestische Vorabklärung nehmen uns natürlich auch die zuweisenden Ärzte, sind ja häufig Orthopäden, ab, die dann die Patienten aus ihrem Patientengut herausfiltern und sagen, das passt irgendwie nicht zusammen, da wollen wir eine Osteoporose-Diagnostik haben. Jetzt, was vielleicht auch noch spannend ist, jetzt Ihr Zentrum, das Sie haben am Stachus, wie kamen Sie denn zu diesem wunderbaren Vorgänger? Warum hat er Sie ausgesucht und warum hat er Sie im Grunde animiert, jetzt in dieses Fachgebiet einzusteigen? Sie sind ja auch ein hervorragender Check-up-Arzt, muss man ja auch mal sagen. Sie machen ja nicht nur das, aber wie kam es dazu? Also ich muss dazu sagen, dass ich mit meinem Vorgänger, Herrn Dr. Helmut Rathspieler, über viele Jahre in fachlichem Austausch stand und ich habe ihm aufgrund seiner hohen Kompetenz meine Osteoporose-verdächtigen Patienten immer überwiesen, um von ihm quasi diese hochwertige Diagnostik zu bekommen. Die gibt es im Übrigen in Deutschland nur dreimal, in München und zweimal in Hamburg. Mhm. Warum ist das so? Die Geräte sind relativ teuer. Und die Untersuchung ist letzten Endes so hochspezifisch, dass noch nur ganz wenige Kollegen sich damit überhaupt auskennen. Gibt es denn überhaupt den Facharzt für Osteoporose? Nein, den gibt es nicht. Es gibt aber eine privatrechtliche Ausbildung zum sogenannten Osteologen vom Deutschen Verband der Osteologen. Die ist sehr hochwertig. Sie beinhaltet letztlich alle wichtigen Aspekte der Knochenerkrankungen, die ja in alle Fachgebiete
der Medizin reichen. Denken Sie an die Rheumatologie, an die innere Medizin. Denken Sie aber auch an die Onkologie. Also die Osteologie ist ein ganz umfassendes Fachgebiet. Und aus diesem Grunde streben natürlich die Fachverbände auch eine Anerkennung dieser privatrechtlichen Ausbildung an durch die Landesärztekammern bis hin zur Facharztanerkennung. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Osteologe irgendwann zum Facharzt erklärt wird. Jetzt dieses Spezialgebiet, das wird ja, wenn ich das so richtig verstehe, nicht so genau von manchen Kollegen unter die Lupe genommen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte einmal im Jahr ein Check-up machen, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel bei mir, bei meinem Check-up, also da hat jetzt keiner gesagt, hier, jetzt schauen wir mal an, ob ich eben anfällig wäre für sowas. Ja. Klar kann man sagen, die Muskelmasse ist wichtig. Man kann ja, ich habe ja zum Beispiel zu Hause so eine moderne Waage, wo ich mich jeden Tag draufstelle und wo auch das Knochengewicht erscheint. Aha. Also, ich glaube, bei mir ist es irgendwie 8,4 Kilo oder was. Aber Aha. Das sagt ja noch nicht aus, ob man jetzt einfach Osteoporose verdächtig ist oder nicht. Nein. Aber trotzdem, es ist tatsächlich so, dass diese Erkrankung gar nicht oftmals so direkt unter die Lupe genommen wird. Das ist richtig, ja. Man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, man kann natürlich eine Vorsorgeuntersuchung, also den sogenannten Check-up, in ganz unterschiedlicher Art und Weise machen. Ich empfehle immer, Vorsorgeuntersuchungen individuell orientiert zu planen. Das heißt, wir haben natürlich grundsätzliche Faktoren, die ich in einer Vorsorge abklären möchte. Aber abhängig von den Risiken des Patienten oder des werdenden oder hoffentlich noch Nicht-Patienten, macht man das Vorsorgeportfolio und sagt, gut, Sie haben ein Risiko in diesem und jenem Bereich. Das kann genetisch oder familiär bedingt natürlich sein. Da gucken wir etwas genauer hin. Wenn Sie einen Bluthochdruck haben, dann macht es Sinn, selbstverständlich auch einen Herzultraschall zu machen, um zu beurteilen, hat dieser Bluthochdruck vielleicht schon Kollateralschäden am Herzen hinterlassen? Ist die Blutdruckeinstellung korrekt oder muss man noch nachkorrigieren? Also all diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Aber wie gesagt, wir empfehlen im Prinzip bei Frauen über 55 eine Osteoporose-Vorsorgeuntersuchung und bei Männern ab 65. Jetzt sind Sie ja auch ein Arzt, der den Patienten in Augenschein nimmt. Kann man jetzt sagen, man kann das sehen, ob jemand anfällig ist am Gang, oder kann man es sehen am Gesichtsausdruck oder an der Haltung, an der Körpersprache? Gibt es da irgendwelche Signale, wo Sie sagen, da bin ich der Meinung, da müsste man mal genauer hinschauen. Eine schöne Frage, die mir sehr zuspielt. Ja, ich bin der Meinung, das kann man sehr wohl. Im Prinzip alle sehr schlanken Menschen haben sicherlich etwas schwächere Knochen. Es ist dann immer die Frage, ist es wirklich eine Osteoporose oder ist es nur eine individuelle Anatomie? Aber das Gangbild, das Bewegungsbild eines Menschen lässt durchaus Rückschlüsse zu, natürlich auf seinen muskulären Apparat. Und letztlich damit auch auf seine Knochengesundheit. Ja, man kann durchaus vom Bewegungsbild etwas ableiten. Und die moderne Osteoporose-Diagnostik beinhaltet diese Aspekte auch heutzutage. Denn wir sprechen ja allzu gerne in der Osteoporose-Diagnostik von einem sogenannten Frakturrisiko, also dem Risiko eines Knochenbruchs, und vergessen dabei, dass das Frakturrisiko eine ganz theoretische Größe ist, die letztlich durch das Sturzrisiko praktisch beeinflusst wird. Sprich, wenn ich ein theoretisches Frakturrisiko praktisch beurteilen möchte, muss ich mir angucken, hat dieser Patient ein erhöhtes Sturzrisiko. Wie gucken Sie sich das an? Das geht über verschiedene Messverfahren, es geht aber auch über anamnestische Hinweise. Ja. Denken Sie nur mal daran, dass ältere Menschen, wenn sie allein eine andere Sehhilfe bekommen oder eine OP wegen eines grauen Stars, sind die vorübergehend in ihrer gesamten räumlichen Vorstellung und Wahrnehmung eingeschränkt. Ja. In dieser Zeit haben sie auf jeden Fall ein befristet erhöhtes Sturzrisiko. Mhm. Dann gibt es aber auch Menschen, die aufgrund ihrer muskulären Situation, beispielsweise auch durch eine längere Reha-Maßnahme wegen einer Knie- oder einer Hüftprothesenimplantation, auch ein erhöhtes Sturzrisiko haben. Und das kann man sich durch
ganz einfache Testverfahren angucken. Die kommen letztlich auch aus der physikalischen Medizin. Das sind Testverfahren, wo man Leute balancieren lässt, wo man Leute sich bücken lässt, wo man natürlich über isokinetische Muskelfunktionstests mit aufwendigen Apparaturen untersuchen kann. Da gibt es ganz viele spannende Ansätze, die in Summe aber alle darauf münden, ein Sturzrisiko abzuklären, um dann in die Gesamtbeurteilung des Frakturrisikos dieses Menschen das einzubeziehen. Jetzt, was mich interessieren wird oder würde und natürlich auch unsere Zuseher, was ist jetzt, wenn jemand in einem späten Stadium einfach die Diagnose weiß, jetzt habe ich das? Jetzt gibt es natürlich sicherlich viele, viele Dinge, die Sie sagen können, bitte passen Sie da und da und dort auf, aber es gibt ja gerade alte Menschen, die leben alleine, die sind vielleicht auch irgendwie im Gemüt so ein bisschen unten. Was sagen Sie denn solchen Patienten? Na gut, also wir müssen da zum einen die psychosoziale Komponente unterscheiden, die ja die Lebensumstände der Menschen berücksichtigen muss, und zum anderen die rein medizinische. Rein medizinisch gesehen unterscheiden wir bei einer echten Osteoporose zwischen einer manifesten und einer nicht manifesten. Mhm. Als manifest bezeichnen wir sie dann, wenn schon sicher osteoporotisch bedingte Knochenbrüche erfolgt sind. Mhm. Und die sind im Regelfall in der Wirbelsäule. Das sind sogenannte Sinterungsfrakturen. Dann kommen auch die Schmerzen. Dann können Schmerzen in ganz erheblichem Umfang kommen. Wir erleben aber auch, dass Menschen ihre Sinterungsfrakturen gar nicht wirklich mitbekommen haben und sie durch Schonhaltungen kompensiert haben und erst durch eine später stattfindende, beispielsweise MRT, also Kernspintomographie der Wirbelsäule, werden dann mehretagige alte Sinterungsfrakturen gesehen. Mhm. Diese Menschen behandeln wir natürlich mit Medikamenten. Das ist ganz wichtig, denn mit richtigen Medikamenten. Denn zum einen möchten wir ja das Fortschreiten dieses Prozesses aufhalten und im Idealfall sogar zu einem gewissen Prozentsatz wieder umkehren. Und da gibt es verschiedenste Medikamentengruppen, die unterschiedliche Wirkweisen haben, die bis hin zu einem echten Knochen-Wieder-Neugewinn etwas aber bringen. Aber heilbar ist die Osteoporose hundertprozentig nicht? Nein, das sollte man niemandem so verkaufen, in Anführungszeichen. Das geht leider nicht. Aber man kann die Osteoporose tatsächlich heutzutage relativ gut managen, wenn ich das so sagen darf, und in einen, nennen wir ihn mal, symptomfreien Zustand überführen, der mit einer guten Lebensqualität vereinbar ist. Aber es ist keine tödliche Erkrankung? Im Prinzip nicht, nein. Aber die Folge ist dann, also wenn jetzt, oftmals ist ja bei alten Menschen Oberschenkelhalsbruch, dann kommt eine Lungenentzündung, weil man sich nicht mehr so bewegen kann. Richtig, richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ein Oberschenkelhalsbruch bei einem ohnehin vielleicht schon multimorbiden, also an mehreren Krankheiten leidenden Menschen, führt im Regelfall zu einem längeren Krankenhausaufenthalt. Mhm. Wir erleben leider sehr oft, dass die älteren Leute nach diesem Krankenhausaufenthalt nicht mehr in ihr soziales Umfeld, sprich eine selbstständige Wohnung oder in ein Haus zurückkehren können und dann in Pflegeheime müssen, weil durch diese Bettlägerigkeit auch die schon anderen bestehenden Krankheiten sich weiter verschlechtern und wir dann tatsächlich eine echt schwierige Konstellation bekommen. Insofern ja, gibt es sicherlich prospektiv gesehen bei der Osteoporose eine potenziell tödliche Bedrohung, aber ich möchte es nicht so weit hoch aufhängen zu sagen, dass sie an sich tödlich ist. Das ist sie natürlich nicht. Aber in einem fortgeschrittenen Stadium arbeiten Sie dann auch mit Orthopäden zusammen? Natürlich, also von Anfang an. Das geht gar nicht anders, ja? Von Anfang an, klar. Ja. Die Orthopäden haben ja quasi das Monopol am Bewegungsapparat, wie die Rheumatologen ja auch. Und selbstverständlich ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne des Patienten unabdinglich. Mhm. Herr Professor, das war jetzt wirklich ein umfangreiches Bild dieser Erkrankung und Sie sind wirklich, das kann ich Ihnen sagen, also ich würde Ihnen jetzt den Facharzt verleihen für die, Dankeschön. Aber ich denke, es war auch spannend für unsere Patienten, noch nicht. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder, diesmal ging es um die Knochen und wie gesagt, schauen Sie auf die Knochen, gehen Sie zur Vorsorge und hier haben wir heute wirklich einen Professor, der sich da auskannte. Ich denke, es ist schon wichtig, ab einem gewissen Alter einfach mal die Knochen zu checken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.